Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf unseren Kanal zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Diesmal mit dem Doktor. Wird die Sprechstunde eröffnet. Wir warten auf unseren ersten Patienten, der sich gleich auf sich aufmerksam macht. Gleich den Generator knallen lassen. Zweimal gleich, okay. Ah, beim zweiten Mal ist er anscheinend weggelaufen, weil jetzt die Krähen uns ihr Zeichen gegeben haben. Nein, ich hab dich... Ah, da die Animation im falschen Schrank geöffnet. Und er ist in der Zwischenzeit wieder abgehauen. Okay, hat er gut gemacht. Und sie ist einfach in uns reingelaufen. Das war jetzt nicht so clever. Okay, sie ist runter. In den Keller und gleich nochmal in den Keller. Ich habe immer so das Gefühl, dass auf dieser Map noch weniger Leute aus dem Keller geholt werden, weil es der Keller im Keller ist. Also auch wenn ich Überlebende spiele, wurde ich selten da gerettet. Schlimm ist auch, dass dann viele eben campen, sobald sie einen im Keller haben. Weil ich es auch verstehen kann. Ach, das war's. Nein, das war doch nicht sie. Wir hören sie. Sind wahrscheinlich noch unten. Folgen wir mal den Kratzspuren. Okay, sie scheint hoch zu sein. Und da vorne läuft sie. Bringen wir sie diesmal nicht in den Keller. Wollen wir mal nicht so sein. Okay, der Generator klingt gemacht. Und hier sind auch gerade Spuren. Zum Haken. Da haben wir uns zunächst. Sie rennt aber auch immer in unsere Richtung. Das ist dann schwierig, sie in Frieden zu lassen. Hätte ich an ihrer Stelle die andere Richtung mal genommen. Okay. Das ist, da ist uns echt schön in die Arme gelaufen. Ist das der gleiche Spiel? Spielen die vielleicht zusammen? Wobei man diesen Skin in letzter Zeit sehr häufig sieht. Also müssen sie nicht zwingend zusammenspielen. Vielleicht haben sie nur zufälligerweise Partnerlook. Okay, er will nicht in den Keller. Oder doch? Doch, er ist doch runter. Ah, wo ist er hin? Wieder hoch. Und hat seinen Kumpel gerettet, alles klar. Jetzt weiß ich nicht, welcher hing. Nehmen wir einfach mal den. An seiner Stelle hätte ich die Zeit lieber genutzt, um wegzulaufen, anstatt hinter der Palette zu warten, aber okay. Auf der Treppe erwischt. Na dann zum Haken mit dir. Hier waren irgendwo Krähen. Okay, der Generator ist aber schon gemacht. Ah.
Okay, er wurde gerettet. Ah, er ist mir leider wieder in die Arme gelaufen. Ach, da komme ich gar nicht durch, okay. Ah, er rennt zur Palette. Ja, ich mach's sehr gut kaputt. Jetzt habe ich ihn verloren, aber Blutspuren sind ja noch da. Kratzspuren. Meine ich natürlich. Ist er in den Keller? Oh, der Generator klingt sehr gemacht. Hier sind wieder leichte Kratzspuren. Ja, doch im Keller? Da vorne läuft er. Hat er hier auf uns gewartet? Es würde mich jetzt interessieren, wo die beiden gerade waren. Ich glaube, da war noch jemand. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja. Habe ich das richtig gesehen? Ach, kann ich leider nicht überschlagen, okay. Er wurde auch schon wieder gerettet. Ist mir leider in die Arme gelaufen. Hör ihn. Scheint rechts von mir zu sein. Genau, überall Kratzspuren. Okay, da war er. Ich dachte gerade, ich habe noch eine Meg gehört. Vorne läuft er. Habe ich die Tür nicht getroffen? Er ist nach oben. Anscheinend wieder zum Fenster raus. Oder auch nicht. Oder habe ich jetzt, glaube ich, die Kratzspuren falsch gelesen? Da ist er ja wieder. Ich frage mich gerade, ob es wirklich er ist oder sein Kollege mit der gleichen Jacke. Weil er sehr schnell geheilt gewesen wäre. Ich habe jetzt leider nicht unten links drauf geachtet. Ob er sich gerade geheilt hat oder schon länger. Steht unser Fake-Doktor. Aha, knapp. Na, dann lupen wir eben ums Auto. Ein Hit. Ich glaube, dieses Spiel wird noch lange dauern. Oder auch nicht. Ich hab ihn. Und aufgehakt.
Okay, anscheinend sind sie wieder beim Generator im Keller. Oh ja, der klingt auch schon, als wäre er weit. Ah, falsche Seite. Oh, der ist echt. Kann nur im Schrank sein, oder? Gefunden. Ja, das sind die anderen zwei, die heilen sich gerade. Müssen aber auch nur ihren Kollegen vom Haken holen. Sie haben ihn nicht geholt, okay. Krass. Hier ist der Doktor, das heißt, da ist jemand in der Nähe. Also ich glaube fast, die spielen nicht zusammen. Ich glaube, das mit dem Skin ist nur ein Zufall. Sonst wieder die Palette drauf gehabt. Und ist nach unten gehüpft. Und rechts rum. Ihn gerade nicht. Er scheint so weitergelaufen zu sein. Okay. Wo bist du? Da vorne läuft er. Und hab dich. Bringen wir dich auch mal in den Keller. Das sind einfach die nächsten Haken. Okay, er ist raus. Somit haben wir noch zwei Überlebende, die noch einen Generator brauchen. Ist auf jeden Fall machbar. Vor allem der hier ist ja weit. Gleich mal kaputt damit. Okay. Hat auch dazu gelernt. Das ist auch keiner. Der ist auch schon gemacht. Aber noch nicht sehr weit. Da schreit auch niemand. Der klingt deutlich weiter gemacht. Starten wir doch gleich mal den Besuch ab. Aber auch niemand. Da ist die Luke rechts. Ist relativ offensichtlich. Könnte es sein, dass die beiden Überlebenden das auch schon wissen. Vor allem, weil ein Generator in der Nähe ist. Okay, hier scheint niemand zu sein. Oder doch? Nein, das war wieder der Generator im Keller. Okay. Am
Haben sie den letzten Generator geschafft? Okay, dann schnell zu den Ausgängen. Und da wird mir auch schon jemand angezeigt. In der Baum. Die Mac. Dann komm mal mit, Mac. Ich zeig dir den nächsten Haken. Er scheucht in der Zwischenzeit ein paar Krähen auf. Ah, okay, dann. Da war ich noch zu sehr in der Nähe. Hab sie zu früh geholt. Oder holen wollen vielmehr, weil sie hat sie nicht geschafft. Dann zeige ich auch dir den nächsten Haken. Aber war eng. Sie hatten alle Generatoren und sie hätten nur noch den Ausgang öffnen müssen. Dann bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.